Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Heavy Trader Freunde, hier von unserem Trader Forum in Frankfurt. Ja, Wochenauftakt, aber heute mal ohne die Amerikaner, die Feiertag haben. Die haben den Martin Luther King Day und somit sind die heute freigestellt vom Handel. Das heißt, wir sind ein bisschen auf uns selber gestellt. Dafür machen wir es eigentlich, wenn ich mir den DAX so anschaue und natürlich die Unterindizes MDAX, SDAX und TechDAX eigentlich ganz gut. Nun war natürlich im Zusammenhang mit der verlängerten Lockdown-Geschichte wieder so ein bisschen Furcht heute Morgen eingezogen und auch übers Wochenende. Was wird denn jetzt werden weitere Belastungen auf die deutsche Wirtschaft zukommen? Wie wird das dann weitergehen? Wie wird es mit den Hilfen aussehen? Aber wir haben das in der Vergangenheit natürlich börsentechnisch häufiger gesehen jetzt, dass diese Befürchtungen aufgekommen sind, kleine Rückschläge in den Indizes aufgestaut sind und dann praktisch wieder eine Entladung nach oben stattgefunden hat. Und so ein bisschen ähnlich deutet sich das diese Woche auch an. Wir haben ja auch Berichtssaison in den USA, die sich weiter fortsetzen wird. Morgen zum Beispiel mit Netflix interessanterweise, dann kommt ASML, der Chip-Bereich ist ein bisschen stärker, Intel, etc. und so weiter, was da eigentlich kommt. Und wir haben uns eben auch überlegt, dass wir in der Richtung nochmal den Faden etwas aufnehmen werden in unserer Sendung heute Nachmittag um 14.15 Uhr, Zertifikate Trade des Tages und werden hier uns die Werte ein bisschen näher beleuchten. Nicht allein die Chip-Werte, sondern es geht dann auch ein bisschen allgemein um den DAX und wie hier die weitere Entwicklung sein wird. Ja, gehen wir mal in die Charts rein, dann sehen wir auch, der DAX heute zunächst mal ein bisschen schwächer gestartet, aber an der Kerze, die sich hier ausformt, sehen wir schon, dass da ein bisschen mehr Unterstützungsniveau bei diesen 13.725 Punkten ist. Und somit deutet sich das an, was ich schon gesagt habe, dass da eigentlich die Idee, dass es eher nach oben als nach unten geht, sich wahrscheinlich eher entfalten wird. Wie gesagt, wir haben ja dann auch noch die Amtseinführung von Joe Biden am Mittwoch. Dann wird es auch ein bisschen in den Medias Res gehen, was die neue US-Regierung so plant. Und davon könnte der DAX, der ja sehr stark auch von den amerikanischen, US-mäßigen Investoren abhängig ist, sehr stark profitieren. So, was wir dann als weiteren Wert uns rausgesucht haben, ist ja der Top-Wert der Vergangenheit, nämlich die Infineon, die sich schon auf höheren Ebenen befindet. Der 32er, 30er Widerstand ist rausgenommen worden. Die Aktie taktet jetzt schon wieder fast am Hochpunkt von 35 Punkten, 35,50 Euro war es Allzeithoch, das nicht Verlaufshoch, nicht das Allzeithoch, das liegt ganz woanders. Ja, und wir sind eigentlich sehr optimistisch, dass der Lauf der Infineon-Aktie weitergeht und denken, dass hier in kurzfristiger Zeit ganz andere Ebenen zu erreichen sein werden. Das war es mal aus charttechnischer Sicht. Wir haben natürlich hier auch ein Zertifikat rausgesucht. Das ist von Morgan Stanley mit der Wertpapierkennnummer MA3TSR. Das ist ein Turbo Bull. Der hat den Hebel 3,97, also ordentlich was hinter dem Gaspedal sozusagen, und die Knockout-Schwelle ist 26,13. Also wir hoffen und wir sehen auch charttechnisch, dass da mehr Bewegung sein wird. Das wird aber nicht nur in der Infineon-Aktie so sein, sondern es sind einige Werte im DAX, die natürlich, wenn der DAX jetzt tatsächlich auch Gas geben wird, davon profitieren wird. Also es ist eine Wechselwirkung logischerweise und es sind einige Werte, die hier schon in den Startlöchern stehen, um eben von dieser Rallye mit zu profitieren. Also heute Nachmittag, wir beleuchten den DAX näher mit der Infineon. Seid dabei, 14.15 Uhr unter heavytraders.live. Sich einfach registrieren. Wir freuen uns auf euch und bis heute Nachmittag dann in der Sendung.